Heute findet bei uns auf dem Hundeplatz die erste Etappe der Aloha-Tour statt. Im A1 wird mit dem Jumping angefangen. Für alle, die sich nicht auskennen, Jumping bedeutet, dass hier keine Zonengeräte wie der Steg, die A-Wand und die Wippe mit im Parcours aufgebaut sind. Oh nein! Leo hatte zuerst auf der falschen Seite beim Slalom eingefädelt. Verloren. Und beim zweiten Versuch ist sie auch nicht gleich auf Anhieb durchgelaufen. Schade. Aber zum Schluss hat es dann doch noch geklappt. Mist, jetzt hätte Leo nicht durch den Tunnel rennen sollen, sondern zuerst den Sprung nehmen. Ups, wo ist mein Hund? Diesmal wäre der Tunnel richtig gewesen. Oh nein, und der Zielsprung haben wir aufgefehlt. Jetzt kommt der A1-Lauf. Hier sind jetzt alle Zonengeräte mit im Parcours. Nach unserem bescheidenen Jumpinglauf läuft es bisher hier richtig gut. Auch der Slalom funktioniert hier super. Voll schön, es hat für den zweiten Platz gereicht.